Ja, herzlich willkommen zu unserem Spieltalk-Teaser zu Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Das deutsche Klassiko mit Clemens und Lennart. Analysieren wir das Spiel heute. Hallo. Hallo. So, aber zuerst analysieren wir das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Es ging 5 zu 2 aus. Die Tipps habe ich jetzt gerade nicht da, aber ich glaube, ich war es auswendig. Ich glaube, der Clemens war ganz knapp dran. Ja, 4 zu 2. Ich habe gesagt, es gibt viele Tore. Immer damit habe ich recht behalten. Ja. Ja, um Ohrtor. Ja, Wenn ich der habe mich Hinterecke komplett. heute nur ein Zweierpack und kein Dreierpack gemacht hätte. Ja, Ah. der wollte halt drei Tore machen. Mistig. Ah, nicht so leicht für einen Verteidiger, Moine Isa, einen Hattrick zu machen. Ja. Aber immerhin. Also, sehr schönes, spielstarkes Spiel von den Bayern mit kurz zwei. Wie die Kommentatoren gesagt haben, Arroganzanfällen von den Bayern, wo die halt beide wirklich eigentlich schlecht verteidigt waren. Also bei dem ersten Tor, ja, hat man eigentlich gesehen, wie der sich in aller Seelenruhe den Ball quasi vorgelegt hat und dann nochmal einfach Ja. raufziehen konnte. Es war das etwas Da ist keiner so quälend. richtig gegangen. Ja. Haben zwar genügend Leute hingeschaut, aber hingegangen ist wirklich keiner. Ich meine, der Nächste, der da noch was hätte tun können, wäre der Alaba gewesen. Aber da konnte ich mir ja deichen. Ja, also Bayern hat Frankfurt deklassiert, muss man ganz klar sagen. Ich find, das war eins von den besten Spielen der Saison, neben Dortmund. Ja. Also ich war echt traurig, wie Abpfiff war, weil das war so schön zum Ausschauen. Noch zum Schluss noch mit dem neuen Wind, mit dem Cuisance, der hat auch noch ein bisschen versucht, den Spielmacher, also Ja. sich auch noch mal kurz als Spielmacher versucht. Er hat sogar, glaube ich, einmal noch geschossen, aber leider daneben. Ja, hat er nicht sowieso irgendwie mal in einem Interview gesagt, dass er versucht, so zum Wehren wieder rum, also dass er eher so auf rechter Flügel spielen mag und dann, weil er ja Linksfuß ist, so einen neuen Robben zum Spielen Das weiß ich jetzt nicht. probiert hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber beim Cousins waren wir jetzt auch gleich schon bei ein paar Spielernoten, die wir mal wieder gegeben haben. Die sind deutlich besser ausgefallen wie das letzte Mal. Wie der Ja. Manuel schon gesagt hat. Um einiges. Zumindest bei euch zwei. Bei mir hat es zumindest keine Vierer gegeben, aber Dreier hat es auch gegeben. Ja. Soll ich gleich anfangen? Ja, wir letzten bitte. Okay. Also, Neuer habe ich eine 2 plus gegeben, weil er halt hinten gut gestanden ist und bei den beiden Toren, es ist halt sehr nah, da kann er jetzt wenig machen, es ist kurze Reaktionszeit, da kann er eigentlich fast nichts machen. Und sonst ist er auch ein paar Mal wieder rausgelaufen, hat gut vorher geklärt, also sehr stabile Leistung. Es war der erste Auftritt nach der Vertragsverlängerung und das hat auch gezeigt, auch warum die Bayern mit ihm verlängert haben. Dann Davies habe ich als einer von zwei Spielern eine glatte 1 gegeben, weil er einfach wie sonst auch immer sehr stark seine linke Verteidigerseite beackert hat. Und zusätzlich noch sein, ich mein, erstes Tor in dieser Saison geschossen für Bayern. Na, gegen Mainz oder schon drauf. Gegen Mainz auch. Ja. Okay. Und er hat eine Vorlage gegeben. Und ja, war auch sehr effektiv eigentlich nach vorne. Genauso wie nach hinten. Was halt sein Job ist. Dann Alaba und Boateng jeweils eine 2 minus. Sie haben auch eigentlich eine sehr gute, also gute Leistung
abgeliefert. Sie haben halt jetzt vergleichbar eine schlechte Note, weil einfach alle anderen so überragend waren, meiner Meinung nach. Aber eine 2- ist wirklich nichts, bei dem man sich beklagen kann. Ich kann auch zu den beiden wenig sagen, weil sie einfach ihren Job gut gemacht haben. Genau. Dann auf der Rechtsverteidigerposition, Pavard mit einer 2, mit einer glatten. Er hat auch einfach seinen Job gut gemacht, hat auch, ich meine, ein, zwei gute Aktionen auch nach vorn gehabt. Und mehr Kuni jetzt eigentlich zu ihrem Song. Also er gefällt mir immer gut mit seinen Laufwegen und dass er eigentlich sehr viel da ist, wo man ihn auch braucht, finde ich. Genau. Dann Kimmich, der zweite mit einer glatten 1, weil der war heute in dem Spiel gefühlt überall. Er hat überall ausgeholfen, hat von hinten sich die Bälle geholt und hat die auch mit nach vorne gebracht. Und er hat, also, ja, das Spiel eigentlich sehr gut strukturiert. Dann der Goretzka, eine 2-. Der war auch überall, aber deutlich seltener als der Kimmich, ist er dann auch in Erscheinung getreten. Oder zumindest wichtig in Erscheinung getreten. Das Wichtige war in dem Fall das Tor. Und sonst ist er war als Sechser aufgestellt, war aber meiner Meinung nach deutlich offensiver eingestellt von sich aus. Also ich persönlich würde ihn nicht als Sechser, sondern eher als Achter oder Zehner aufstellen, weil er eben von selber auch nach vorne geht und eben nicht so ganz die Position als Sechser meiner Meinung nach ausfüllt. Dann der Müller mit einer 1-. Er hat ein Tor gemacht, eine Vorlage und war auch generell immer vorn dabei, wenn es um irgendwie einen Angriff ging und das hat mir sehr gut gefallen. Der Coman war auf der rechten Seite relativ zögernd. Also ich habe jetzt eigentlich von ihm sehr wenig gesehen, deswegen hat er auch eine 3 bekommen. Eine sehr gute Tat von ihm war allerdings halt die sehr starke Flanke auf dem Lewandowski zum, meine ich, 3-0 war das? War das das 3-0 vom Lewandowski? Ja. Okay. Ja. Dann zum anderen Flügelspieler, am Perisic. Der war auch, also er hat mir auch ziemlich gut gefallen. Er war halt noch nicht ganz so, ja, drinnen im Spiel, wie man es sagen kann, man vielleicht sagen. Also er war relativ ungelenk, ist mir so vorgekommen. Aber er hat dafür halt auch unglaublich viel gearbeitet. Also er hat für einen Flügelspieler auch extrem viel nach hinten gearbeitet und war auch vorn immer der Erste da, wenn es ums Pressing ging. Also für ihn eine 2, vielleicht sogar eine 2 plus, im Moment eine 2. Dann der Lewandowski mit einer 2-, war auch wieder eine gute Leistung von ihm. Er hat das Tor gemacht, was man halt von ihm erwartet. Und sonst fällt er mir eigentlich nicht auf, aber wenn ich mir dann die Szenen später nochmal anschaue, dann weiß ich oder dann sehe ich, wo er überall auch dabei war. Und deswegen eine 2-. Dann der Gnabry, der letzte Spieler, den ich einigermaßen bewerten kann, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Für ihn auch eine 3. Und die anderen drei habe ich eigentlich zu wenig gesehen, dass ich sie richtig bewerten könnte. Okay. Dann mache ich weiter. Bevor ich mit meiner Bewertung anfange, muss ich auch sagen, dass ich und der Lennart das Spiel zusammengeschaut haben. Deswegen haben wir ja fast dieselben Meinungen zu den Noten. Wir haben während des Spiels immer so diskutiert, ja, was hat jetzt der für Noten verdient? Ja, deswegen nicht wundern, wenn die Noten ein wenig identisch sind. Und ja. Anfang ja, mit dem Neuer. Der hat bei mir eine glatte 1, also 1-. Hat er sehr verdient, denn ich finde, der hat schon, glaube ich, zwei oder drei richtig gute Paraden gemacht. Auf kurzer Distanz.
Er hat auch erfolgreiche Pässe beziehungsweise erfolgreich an Bäumer abgeschlagen. Ja, es gibt nichts Negatives zum Neuer. Er hat alles sehr gut gemacht, deswegen gib ihm auch eine 1. Dann der Davis hat von mir eine 1++, weil ich muss sagen, der Davis, das war sein bestes Spiel bisher. Der hat sein Tor mit rechts sogar gemacht, beim schwachen Fuß. Wie der die Verteidiger überlauft, das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß auch nicht. Der Lennart hat es auch gesagt. Was denkt sie dir dabei? Denkt sie dir so, ja, ich muss das jetzt schaffen, weil sonst will ich bestraft? Also, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, was du gesagt hast, Lennart. Ja, es ist wie es da hinter ihm irgendetwas steht und den dann gefühlt Abstecher, wenn er den Ball nicht wieder zurückkriegt. Also, was der macht, das ist jetzt, wie der hinter jedem Ball hinterhergeht, wenn er einen Ball verliert, das ist krass. Ja, und ja, bei der Verteidigung braucht man gar nicht anfangen. Wie gesagt, kann man nur wiederholen. Jedes Spiel, der ist zur Stelle, der holt jeden Stürmer all. Ja, den kannst du ein Gefühl der neuen Verteidigung stellen, der holt alles aus. So. Mich wundert es auch, dass kaum Interesse beim Davis noch ist vor anderen Vereinen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass da viel Interesse besteht. Ja, ist aber auch gut so, denn wenn der mal geht, dann bin ich auch richtig sad. Ja, gut, da kann ich jetzt noch weiterreden, aber jetzt mache ich weiter mit dem Alaba. Ja, gut, Alaba und Boateng habe ich gleich zusammen da, die haben wir zwei gekriegt, haben alles gut verteidigt, haben da eigentlich kaum was zugelassen. Soweit ich weiß, hat Frankfurt eh nur dreimal aufs Tor geschossen, davor waren zwei die Tore. Und den einen Schuss hat der Neuer, wie gesagt, gehalten. Also, ja, da ist gar nichts durchgekommen. Pavard hat auch 1- von mir gekriegt, weil er hat, wie immer, auf der rechten Seite mit dem Coman richtig gut zusammengespielt, hat die Bälle nach vorne passt und hat auch, ja, einige Chancen vorbereitet und auch wieder in die Mitte geflankt. Nach Eckbällen. Und ja, Pavard war eigentlich fast so gut wie gegen Union. Ja. Kimmich hat auch eins. Der hat auch wunderbare Pässe gespielt. Hat auch alle angekommen. Er hat auch gut verteidigt. Also Kimmich hat sich wirklich reingehangen in dem Spiel. Goretzka hat von mir eins gekriegt wegen seinem Tor, weil ich finde, das Tor war richtig schön, dass man den so annimmt und dann auch noch, glaube ins Kreizig schießt. Ich glaube, es war knapp Kreizig auch. Ja, und so hat auch viele Bälle gewonnen und auch gute Pässe gespielt. Nichts zu bemängeln gibt es da. Dan Müller, 1+, war sehr gutes Spiel von Müller. Ich bin echt überrascht, dass der Müller zurzeit so gut spielt. Ja, das hat ja fast schon was von Messi gefühlt. Also wie der die Tore vorbereitet und wie sich der auch wieder reinhängt in das Spiel. Seine Vorlage für den Goretzka war 1+ und sein Tor natürlich auch erst einmal so. Ja, unsauber angenommen, aber das ist so der typische Müller. Das ist so ein richtiger Stolper-Heini, aber er macht seine Buden. Dann Coman hat auch eins gekriegt, also mir ist er schon aufgefallen, hat eigentlich auch gute Sprints hingelegt, hat wie gesagt auch gute Flanken gebracht. Natürlich war jetzt nicht alles erfolgreich, aber wie der Clemens schon gesagt hat, die eine Flanke von Lewandowski hat dann zum Tor geführt. Ja, war eine sehr gute Leistung von Coman. Dann der Perisic hat einen Zwarer gekriegt. Hätte er noch sein Tor gemacht, hätte er von mir einen Einser gekriegt. Also er hat schon oft probiert, aber er hat halt, glaube ich, nicht am Ball immer richtig getroffen.
Ich hätte es ihm schon gegönnt, wenn er drauf hat, weil er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ist auch viel über den Davis gegangen auf der linken Seite. Und ja, Ivan Perisic ist ja aktuell auch mein Lieblingsspieler beim FC Bayern. Und ja, mir hat es gefallen, wenn er gegen Dortmund spielt, aber ich glaube eher, dass Gnabry gegen Dortmund spielt. Dann Lewandowski 2 plus. Ja, da defensiv gut mitgearbeitet, ist auch oft nach hinten gerückt, hat sein Tor gemacht, jetzt braucht er nur noch 13, dann hat er den Gerd Müller eingeholt, dann hat er die 40er-Marke geknackt, ja, kann man sich nicht beschweren, vielleicht noch ein Tor mehr, hätte er auch verdient gehabt, aber so, sehr gute Leistung auch. Gnabry habe ich einen Zwarer gegeben. Er hat zwar nur, glaube ich, knapp 20 Minuten gespielt, aber hat auch, so wie der Coman, gute Sprints gelegt und hat auch ein paar Chancen vorbereitet. Und glaube ich, einmal hat er es sogar versucht, aufs Tor zu schießen, hat aber nicht hingehauen. Ja, also finde ich, war ein guter Wechsel vom Flick. Hernandez ist, glaube ich, für einen Boateng, kann das Ja, sein? ja. Ja, Hernandez zwar da gut verteidigt, er hat jetzt zwar nicht viele Zweikämpfe getätigt, aber wenn er alle getätigt hat, waren es erfolgreiche Zweikämpfe. Ich habe ihm aber nur ein Zwei gegeben, weil, ja, wie gesagt, er hat halt nur nicht, er hat halt nicht lang gespielt und so. Ja, es war eigentlich ungefähr so die Leistung von Boateng und Alaba. Und Cuisance kann ich nicht bewerten, genauso wie ein Zirkzee. Die waren, glaube ich, nur 5 Minuten auf dem Platz, aber nicht negativ aufgefallen. Also, ich kann generell der ganzen Mannschaft an Ohren sagen, das war ein sehr gutes Spiel. Ja. Also ich habe ihm neue 1-Minus gegeben, weil ja, er hat eigentlich seinen Kasten bis auf die zwei Tore eigentlich gut sauber gehalten. Die eine Torschuss, ich glaube das war nach dem 4-2, die hat er echt gut gehalten aus kurzer Distanz und nach vorn hier hat er auch gute lange Bälle geschossen. Es war sehr gute. Sehr gutes Spiel vom Neuer. Dann, ja, Davis 1 plus mit Sternchen. Etwas anders hat er nicht verdient. Es war einfach das Spiel seines Lebens bis jetzt. Also, er hat sich mit dem Tor selber belohnt und es war halt, es ist halt schön auch zum Schauen, wenn er einen Ball verliert und dann rennt er halt trotzdem noch hinterher. Dann geht der Ball durch Glück, durch komplette Abwehr durch und er kriegt halt die Chance, dass er das Tor macht und dann macht er das einer und dann mit rechts, das war halt, kann man nichts anderes sagen, es war super. Dann Alaba und Boateng haben von mir 2 plus gekriegt, sie haben gute Abwehr gemacht und haben auch nach vorne hin gute lange Bälle gespielt, also kann man nichts gegen die sagen. Es war eine gute Vorstellung von denen. Der Pavard hat einen Einser gekriegt, weil der hat auf seiner Seite hat er eigentlich, bis auf dass er halt nicht so schnell ist und naja, nicht so oft hinter dem Ball hergeht wie der Davies, hat er es trotzdem super gemacht. Er hat auch im Zusammenspiel mit dem Coman hat er es gut gemacht, war auch offensiv wie defensiv immer oft und gut dabei, also Onser hat er sich auch verdient. Dann, ja, der nächste Onser war der Kimmich, er war halt das, was ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler sein sollte, halt, er ist hinten defensiv komplett sicher gestanden und hat als Ballverteiler einfach ein super Spiel gemacht. Er hat lange Bälle nach vorne überall hingespielt,
Und die haben so gut wie immer auch Kimmich, also kann man nichts gegen Kimmich sagen, es war super Spiel für ihn. Der Goretzka hat 1 Minus gekriegt. Ja, er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er war ein bisschen offensiver wie der Kimmich. Also, ich denke mal so, ja, er war eher der zentrale Mittelfeldspieler, nicht so defensiv. Hat aber auch gut die Bälle verteilt, von links nach rechts und auch in die Offensive. Und hat sich dann mit seinem Tor dann auch selber belohnt. Sehr gute Vorstellung. Dann der Müller, ja, der spielt unter dem Flick halt einfach super. Das ist ein Traum, dem zuzuschauen, wie der auf seiner ZOM-Position als Freigeist eigentlich überall umeinander rennt. Er ist mal Flügelspieler, mal ist er weiter hinten, dann ist er schon wieder fast im Sturm. Dann macht er echt gute Vorlagen und dann belohnt er sie mit so einem Tor. Das ist, ja, Müller halt. Kann man nichts sagen. Dann kriegt der Coman, der kriegt der 1 Minus von mir. Der hat, ja, die Flanke fürs Tor vom Lewandowski. Das war super. Und sonst auf der Seite von Pavard hat er auch perfektes Zusammenspiel. Und auch in der Defensive hat er auch warme Mitkäufer. Darum hat er auch die 1 Minus gekriegt. Das war nichts Schlechtes, was man da sagen kann. Dann Perisic hat von mir 2 Plus gekriegt. Er hat eigentlich schon gute Chancen gehabt. Er hat heute halt das der Funken Glück. So hat er gefeit, aber sonst hat er es auf seiner Seite hat er es echt gut gemacht. Hat mit dem Davies immer gut zusammengespielt. Hat, ja, auch gut Spiel gemacht. Und ich denke mal, dass der Flick ihn wahrscheinlich gegen Dortmund auch spielen lässt. Zumindest von Anfang an bis vielleicht zur Hälfte oder so. Und dass er dann nun Gnabry wechselt. Weil der Gnabry, der, ja, der war die letzten 15, 20 Minuten war er drin, oder? Ja, so ungefähr. Genau, oder, naja, er war auch schon gut, er hat jetzt nichts Schlechtes gemacht, aber er war halt nicht so auffällig wie der Perisic. Dann Lewandowski hat von mir einen Einser gekriegt. Er macht halt in jedem Spiel ein Tor. Das ist so ein Spieler, es wird einfach Weltklasse. Das ist Lebensversicherung. ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen Lewandowski. Der ist halt einfach momentan der beste Stürmer auf der Welt. Kann man nichts sagen. Dann Hernandez hat, ja, er hat jetzt nichts, kein Riesenfehler gemacht, er hat seine Sache gut gemacht ab der Einwechslung und ja, defensiv wie offensiv war jetzt nichts Auffälliges zum sehen und Cuisance und Stekce, die haben jetzt, ja, war zu wenig Zeit, um zu bewerten. Genau. Das wundert mich echt, dass du das gesagt hast. Was? Mit dem Lewandowski, dass der aktuell der beste Stürmer ist. Du weißt, was ich meine. Oh Gott, der ist ja Der die Premier League spielt hier gerade nicht. Ja. genau. Danke, Clemens. was wollte ich noch sagen vorher? Genau, Lewandowski hat auch noch einmal einen Platten geschossen am Anfang. Es war relativ close. Ja, sonst noch, jetzt müssen wir durchgehen. Na, sonst gibt es eigentlich nichts mehr. Wie gesagt, sehr gutes Spiel von Bayern.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich gewappnet für Dortmund, oder? Ja. Ja. Wenn sie Ja, so und spielen dann. wie gestern, dann sehe ich da keine Chance für Dortmund. Ja. Ja, dann können wir zu den Startaufstellungen, beziehungsweise, ja, unsere Tipps für die Aufstellungen. Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar wie ich gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn der Perisic aufgestellt wird. Aber ich weiß nicht warum, aber ich glaube eher, dass der Gnabry spielt auf der linken Seite und auf der rechten der Coman. Im Sturm natürlich Lewandowski. Ja, Müller muss spielen. Der ist aktuell Bombe. Beim Mittelfeld war ich mir unsicher, weil ich habe Martinez komplett vergessen. Da hat mich dann der Clemens auch darauf hingewiesen. Ja, Martinez vergesse ich irgendwie komplett. Schon im letzten dieser. Traurig. Aber ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der Thiago fit ist für Dortmund. Ich glaube nicht, dass der schon so fit ist, dass der von Anfang an spielt. Na, das glaube ich ja nicht. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dass ja Mittelfeld wieder Kimmich und Goretzka spielen. Natürlich, ja, Kimmich vielleicht nach rechts anstatt links, dass er mit dem Pavard wieder wechselt, falls sie es so machen. Ja, dann Pavard, Rechtsverteidiger wieder. Ich dachte jetzt wirklich, also ich sage jetzt wirklich, weil ich habe vorher gesagt, dass der Kimmich als Rechtsverteidiger sehr gut ist, aber ich finde jetzt wirklich, dass das mit Pavard, Rechtsverteidiger und Kimmich im Mittelfeld schon viel besser ist. Sehr starke Option. Ich denke aber, dass beide Optionen sehr gut wären. Ja. Und ist der Pavard hat das Zeug zum besten Rechtsverteidiger zu werden. Und ja, in der Innenverteidigung habe ich das wieder berücksichtigt mit, ja, zwei Linksfüßer in der Innenverteidigung ist jetzt eher ein wenig schlechter, deswegen habe ich einen Boateng, Aida und diesmal einen Hernandez. Ich lose jetzt mal einen Alaba draus, dass er mit der Hernandez die Chance kriegt. Und ja, Davis muss ich links, Aida, da kann ich jetzt nicht einen Alaba links sie da. Weil der Davis ist einfach besser wie der Alaba, das muss man so sagen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass über den Davis fällt geht. Weil da kann Dortmund schon Probleme kriegen. Weil das Ding ist, Dortmund hat sehr offensive Außenverteidiger mit Hakimi und Guerreiro. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die zwei an Davis nicht unter Kontrolle kriegen. Beziehungsweise Der nicht Hakimi so ist auf der schnell. Seite. Ich meine, der Hakimi ist auf Davis seiner Seiten. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich glaube Ja, schon. doch. Hast schon recht. Aber ich denke mal, dass der Davis schon schneller ist wie der Hakimi. Aber nur ganz knapp. Und deswegen sage ich Spielen auch. wir nicht 3-3? Ja. Und deswegen Ja. hoffe ich ja, dass es für den Davis geht. Ja, Okay. also meine Aufstellung ist jetzt, ja, never change a running system. Das ist genau dieselbe Aufstellung wie gegen Frankfurt, weil ich meine, da gibt es jetzt nicht viel zum Verändern, wo es jetzt da besser war. Ich denke, dass der Perisic hat so einen guten Eindruck gemacht, dass der Flick wahrscheinlich schon spielen lässt. Und ja, in der Abwehr denke ich mal, dass der Hernandez noch nicht in der Startaufstellung steht, aber ich sag, er wird auf jeden Fall eingewechselt und er hat jetzt am letzten Spiel oder 20 Minuten gedrückt, dann wäre er wahrscheinlich jetzt vielleicht, ja, kurz nach der Halbzeit eingewechselt werden oder so. Genau. Okay, meine Aufstellung sieht so aus, dass ich mir gedacht habe, auch gedacht habe, ich
lass die Verteidigung mal so, wie sie ist, weil, ja, wie der Lennart schon gesagt hat, mit dem Running System und so. Und ich denke auch nicht, dass der Flick jetzt gegen Dortmund einfach mal eine krasse Änderung macht, die so eigentlich seit, weiß nicht, ungefähr 20 Spieltagen erfolgreich spielt. Im Mittelfeld hat er dahingegen schon mehrere Änderungen gehabt, deswegen tippe ich eben auf Kimmich und Martinez im defensiven Mittelfeld. Wenn der Thiago bis dann wieder fit ist, dann würde ich ihn natürlich mit Martinez tauschen, aber Kimmich sollte schon spielen. Dann habe ich einen Goretzka wieder ins offensive Mittelfeld gesteckt, weil er mir da ehrlich gesagt besser gefällt und er würde wahrscheinlich sowieso auch hingehen, auch wenn man ein defensives Mittelfeld einplant. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ja, er da besser hingehört. Herr Müller ist zwar da auch stark, aber Müller kann eben auch auf den Flügeln spielen. Und deswegen habe ich ihn da auch aufgestellt. Coman und Gnabry haben mich beide die letzten Spiele nicht allzu sehr überzeugt, deswegen spielen eben außen rechts Müller und links Perisic in der Startaufstellung. Und vorne steht, wie immer, wie auch sonst, Lewandowski. Vor allem gegen Dortmund würde ich Flick auf keinen Fall zutrauen, dass er da mal mit Zick-Zick oder sowas. Genau. Ja, ich denke mal, dass es ist halt so eine Sache, weil Dortmund ist neben Bayern jetzt aktuell die beste Mannschaft. Das sind die zwei besten Mannschaften aktuell in der Liga. Und also ich denke mal, Dortmund wird viel über Hakimi und Guerreiro spielen. Also ich denke mal, vor denen müssen wir uns richtig nachgeben. Und vor allem auch, so blöd es klingt, aber ich traue es am Haaland zu, dass er auch grad gegen uns wieder richtig auftrat. Ich hoffe nicht. Na, ich Also, glaube, der wird so gar nicht ins Spiel einfinden. na doch, eigentlich ist es immer so, dass er gegen uns. Ja, jetzt, aber Er ich hat noch denke nie mal, dass der gegen uns Haaland schon gespielt. gefährlich wird. Emanuel, ich hab jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Ich denke jetzt schon, dass der Haaland gefährlich wird, wenn ich ehrlich bin. Gefährlich ist er immer. Im letzten Spiel ist halt null in Erscheinung getreten, aber das Horst bei so einem Stürmer nix. Der Ja, Werner eben. hatte irgendwie davor, vor dem Spiel von heute, also Aufnahmezeitpunkt ist jetzt Sonntag im Moment, hatte er, meine ich, auch relativ wenig gezeigt und dann, ja, so ein Stürmer kommt vielleicht mal ein, zwei Spiele nicht in Erscheinung und dann kann er wieder voll reinhauen. Ja, das ist aber die Stärke von Dortmund über Flügelspann, weil die Innenverteidigung fürchte jetzt nicht mit dem Hummels und mit dem Akanji, weil ja, man hat es im Hinspiel gesehen, das war ja völlig lost. Nee, Mann, das spürt jetzt aber eher das Agadu statt am Oder? Akanji. Ja, ich finde aber Sagadu schlechter, wenn ich ehrlich bin. Aber ist jetzt auch nur meine Meinung. Ich denke mal, dass viel über die Flügel geht bei Dortmund und wenn wir das unter Kontrolle kriegen, kann es so gut spielen werden. Weil Mittelfeld, Dortmund spielt eher so auf Schnelligkeit. Reus ist verletzt, soweit ich weiß. Aber sonst, glaube ich, spielt jeder bei Dortmund. Ja. Außer der Götze, der geht. Lennart, willst du noch was sagen? Ja, also ich meine halt auch, dass sie wahrscheinlich über Flügel kämen und dass unsere Chance dann ist, dass wenn die Außenverteidiger dann offensiv durchstarten versuchen, dass dann unsere Verteidiger den ihren Ball abnehmen und mir dann über unsere Flügelspieler dann die Dreierkette auseinanderziehen und der Lewandowski dann leichtes Spiel hat. Das wird wahrscheinlich, so wird es wahrscheinlich laufen. Ah ja, Sancho habe ich komplett vergessen. Der ist natürlich auch richtig gefährlich. Der, Ja. glaube ich, spielt
Habe ich beide auf der Seite vom Hakimi, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber was ich weiß, ist, dass der jetzt die letzten zwei Spiele beide Mal nicht in der Startaufstellung gestanden ist. Also entweder ist er gerade nicht so in Form oder ja, er ist irgendwie, er ist gerade nicht so gut oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so eine große Gefahr ist. Vor allem, wenn er halt erst später eingewechselt wird. Ja. Aber seid ihr dann eher positiv oder eher negativ gegenüber dem Bayern-Sieg eingestellt? Ja, ich bin so gespalten. Also, wir sagen es jetzt später. Ja, bei der Tippabgabe, es ist echt schwarz im Song, weil wir wissen wir alle, und das können jetzt die Dortmund, wenn es nicht abstreiten, in München seid ihr lost. Also. Da dominieren wir mit unserem Klassenunterschied in München. Dortmund spielen wir auf gleichem Niveau. Und das hat man auch letztes Jahr gesehen. Es ging 3 zu 2 aus für Dortmund. Das war natürlich noch unter dem Kovac, aber es war auch ein super Spiel für uns. Es war überhaupt nicht schlecht gespielt, aber Dortmund war halt einfach besser. Das war halt wieder das, was ich gesagt habe, die Geschwindigkeit von Dortmund. Die legen halt feiern. Und ja, wenn wir das unter Kontrolle kriegen, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben, dann kann das durchaus ein Sieg werden, wenn nicht sogar ein hoher Sieg. Und ich denke auch mal, dass Dortmund jetzt alles dran setzt, um das Spiel zum Gewinner, weil wenn wir mir gewinnen oder ja, oder wenn wir mir punkten, dann wird es schwer für sie, die Meisterschaft noch zu holen. Im Pokal haben sie auch schon ausgeschieden. In der Champions League, das ist jetzt die einzigste Chance noch für Dortmund, einen Titel zu gewinnen. Ja, man kann jetzt so oder so sagen, ob jetzt Corona der ausschlaggebende Punkt ist, damit die noch mehr einen Push kriegen, weil alles neutral ist. Aber ich denke, schau mal, dass das Spiel die Meisterschaft entscheidet. Okay, und jetzt mit diesen dramatischen Worten zur Tippabgabe. Ja, genau. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Weil ansonsten machen wir weiter mit der Tippabgabe. Na? Nein, ich glaube, du hast das alles recht gut zusammengefasst gerade. Ja. Okay. Ja gut, dann kämen wir wahrscheinlich zu meiner persönlichen schwierigsten Tippabgabe in der restlichen Saison. Denke ich mal. Dortmund gegen Bayern. Clemens, du darfst anfangen. Ach du Scheiße, ich glaube Stopp, stopp, tatsächlich. stopp. Kurz bevor wir noch anfangen. Wir haben das natürlich auch wieder auf FIFA 20 simuliert. Also bei meiner Simulation ist 1 zu 2 für Bayern ausgegangen. Genau. Mein persönlicher Tipp wäre gewesen, dass es Bayern auf jeden Fall extrem mit extrem vielen Toren auch zu tun bekommt. Ich gehe wieder mit recht vielen Toren. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es einen Sieger gibt. Ich denke, ich tippe auf ein 3 zu 3, auch wenn es sich noch so unwahrscheinlich anhört. Aber ja, das ist mein Okay. Tipp. 3 zu 3. Okay, ja, dann mache ich weiter. Ich kann jetzt da zu dem Spiel jetzt nicht so viel sagen, aber ja, 1-3, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. 1 zu 3 für Bayern. Bauchgefühl, ja. Okay. Es ist echt unglaublich, weil ich wollte auch 3 zu 3 sagen. Also ich rechne auch mit sehr viel. Mit sehr vielen Toren, okay. Ja, aber wirklich sehr vielen, weil ich denke mal, dass Bayern in die ersten, ja, sagen wir mal, 30 Minuten das nicht unter Kontrolle kriegt von Dortmund. Und ich sage auch, dass Dortmund vorlegt in der ersten Halbzeit. Ich denke mal, boah,
Es war natürlich Karma, wenn jetzt Dortmund uns dominiert. So wie wir es mir machen dauernd daheim. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht der Meinung, weil, ja, man hat ja gesehen, wie Bayern gespielt hat. Das war ein Klassenunterschied. Natürlich wird das jetzt gegen Dortmund nicht nochmal passieren. Aber ich denke mal wirklich, dass Dortmund drei Tore schießt. Und ich glaube, dass auf jeden Fall der Haaland und schießt. Sonst glaube ich, wie schon gesagt, an Hakimi oder Guerreiro. Und ich glaube, dass man mir aber auch richtig zulängt. Und deswegen sage ich, es geht 3:5 aus. Was? Ah, Was? okay. Also. Die Tipps werden immer unwahrscheinlicher, je länger das wir tippen. Denken wirklich, dass Bayern in der zweiten Halbzeit richtig zulegt und das Dinger gewinnt. Okay. Okay. Also ich bin der Meinung, in der ersten Halbzeit kriegen sie es gar nicht unter Kontrolle. Und aber dann geht's auf mit dem Davis Dann quasi und so mit dem eine Art Maul. Aufholjagd. Ja, mit dem Mauler. Das schaffen die schon. Da glaube ich fest dran. Okay. Dann sind wir mit dem Spiel, meine ich, durch. Oder habt ihr noch irgendwie Anmerkungen? Ich werde auf jeden Fall meine 5 Schals tragen. Super. Du Genau. Wild. Da würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Es wäre in dem Fall bei mir Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Was dazu der Song? Wer gewinnt? Ja, es ist schwer zu sagen. Freiburg hat gegen Bremen verloren und ja, Frankfurt ist Höhepest genommen worden. Ich tippe auf ein 1:1. 1:1 zwischen Frankfurt und Freiburg. Zungenbrecher kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine Alliteration sind die beiden Städte auf jeden Fall. Gut, Lennart, was sagst du? Also, ich denke, dass Freiburg das Spiel gewinnt, aber auch bloß knapp. Ich sage, es geht 1:2 aus. 1:12 für Freiburg. Ich denke, ehrlich gesagt, auch, dass Freiburg zumindest quasi chancentechnisch die Oberhand hat, aber ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sind beides halt so eine Art, auch wieder so Überraschungseier quasi. Freiburg kann man nie genau wissen, wann die jetzt gut spielen und wann nicht. Ich denke schon, dass Frankfurt gewinnt. Ich denke, das wird ein 2:0. Oha. Wieder da ein Hinteregger. Na, diesmal nicht. Schade. Zweimal Luca Höhler, Kappa. Dann wird es ja 2:1 ausgehen. Ja gut, das nächste Spiel bei mir ist Leverkusen gegen Wolfsburg. Und Leverkusen war stark gegen Gladbach. Wolfsburg hat 2:0 gegen Dortmund verloren. Die waren aber auch nicht schlecht. Also, das war Ja. teilweise wirklich auch Augenhöhe, kann man echt sagen. Ja, sie haben gut verteidigt. Ja, ich sag, dass Leverkusen gewinnt. Und zwar mit 2:0. 2:0 für Okay. Leverkusen. Ja. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass mindestens eine Tordifferenz von 2 ist, aber Wolfsburg wird 1 schießen, also wird es 3:1 ausgehen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, meiner Meinung nach ist Leverkusen eine der Mannschaften, die mit am besten aus der
Pause rausgekommen ist, aus der Corona-Pause, mit, denke ich, auch Hertha BSC, mit bei dem man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Und ich denke, dass Leverkusen deswegen auch deutlich stärker abschneiden wird, auch weil es quasi ihre eigene Arena ist, was jetzt zwar nicht unbedingt ein Vorteil ist inzwischen, aber ich denke da so an ein 4 zu 0. Holik. Ja, aber Leverkusen ist auch gefährlich, muss man sagen. Ja, jetzt wo der Havertz wieder in Form ist. Ja gut, dann das letzte Mal am Dienstag haben wir ja vergessen zu erwähnen. Englische Woche, ich glaube, Dortmund gegen Bayern hat in der Liga noch nie unter der Woche gespielt. Wird auch Na. interessant. Ob da jeder fit ist jetzt noch am Wochenende. Aber ich denke schon. Dann, ja, wie gesagt, das letzte Dienstagsspiel, Bremen gegen Gladbach. Und das ist sehr interessant, weil Bremen ist jetzt natürlich, denke ich mal, wieder mehr motiviert als Düsseldorf in der letzten Sekunde, kann man fast sagen, die 3 Punkte verspielt hat gegen Köln. Und sie sind jetzt auch noch vom Relegationsplatz 3 Punkte entfernt. Natürlich. Tordifferenz ist jetzt nicht so gut. Die werden trotzdem 17. bleiben, wenn sie punktgleich sind, aber ja, Gladbach darf man auch nicht abschreiben. Die, ja, die sind jetzt leider Fünfter geworden, weil sie verloren haben. Aber ich denke, dass Gladbach noch um die Champions League kämpft. Es wird, sag ich, spannend. Ich sag, dass wenig Tore fallen und deswegen gehe ich davon aus, dass 0 zu 1 für Gladbach ausgeht. Wieder unlucky für Okay. Bremen. Ja. Ich sag, dass Bremen sogar so einen starken Willen hat, dass sie trotz dass gegen Gladbach spielen und Gladbach ist im Moment Fünfter. Fünfter. Also schaut schon eigentlich gut aus für Gladbach, dass sie das gewinnen, aber ich glaube, dass sie trotzdem 1-1 ausholen. Okay. Ein 1-1 für laut Lennart. Ich wäre ehrlich gesagt auch mit wenig Toren gegangen und ich hätte tatsächlich genau aus den mehr oder weniger gleichen Gründen wie der Emanuel auf ein 0 zu 1 getippt. Genau, Jawohl. mehr hätte ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Okay, dann geht's weiter mit Mittwoch. Das 18:30 Spiel Leipzig gegen Hertha. Ist sehr interessantes Spiel, weil Hertha ist noch ohne Gegentor nach der Corona-Pause jetzt. Leipzig ist jetzt auch wieder zurück im Geschäft nach dem 5:0 gegen Mainz. Hatte ich das nicht sogar richtig getippt? Bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe sogar 5-0 getippt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, das werde ich dann schon einblenden. Leipzig-Hertha. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Das Hinspiel ist 2 zu 4 für Leipzig ausgegangen in Berlin. Okay. Also ich rechne da mal mit einem einseitigen Spiel, dass Leipzig definitiv gewinnt. Jetzt ist aber die Frage, wie hoch. Also ich denke mal, dass 3 zu 1 für Leipzig ausgeht. Okay. Ja, ich denke, dass nicht so ein einseitiges Spiel wird, sondern dass Hertha schon Apps mit zum Song hat, weil ja, die letzten 2 Spiele haben es echt gut gemacht und wie gesagt, ohne Gegentor. Das ist schon eine gute Leistung dafür, dass vor der Corona-Pause nicht so gut ausgeschaut hat. Und deshalb sage ich, dass
3-2 ausgeht. 3:2 für Leipzig. Ich denke auch nicht, dass es so ein einseitiges Spiel wird. Und es ist wirklich komisch, aber ich hätte jetzt auch auf ein 3:2 getippt. Ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt eure Tipps anschaue und die dann einfach abkupfer, wie sie mir halt besser passen. Aber auch aus den mehr oder weniger selben Gründen, weil Hertha gerade recht stark ist, auch weil Leipzig wie in der Hinrunde jetzt nach Freiburg versuchen wird, einen Run hinzulegen. Und ich glaube auch, dass sie den fortsetzen werden. Deswegen tippe ich trotz der starken Leistung von Hertha auf einen Sieg für Leipzig. Okay. Dann haben wir schon bei den Abendspielen. Da war das erste bei mir Augsburg gegen Paderborn. Und Paderborn schaut ganz schlecht aus. Die haben jetzt 3 Punkte Rückstand auf dem 17. Platz. Ich denke mal, dass Paderborn noch kämpft, aber ich denke, dass Augsburg kämpft. Die möchten sicher in den Klassenerhalt schaffen, Augsburg. Dennoch bin ich der Meinung, warum auch immer, das hat sich jetzt so ergeben, aus dem letzten Spiel von Paderborn, dass wieder 1-1 ausgeht. Weil ich habe im letzten Spiel auf Hoffenheim tippt und bin sehr enttäuscht von den Hoffenheimer. Und deswegen denke ich, dass da wieder 1-1 wird. Okay. Ja, ich glaube, dass Paderborn so ziemlich den Abstieg schon so, dass so im Kopf ist, dass sie so safe absteigen. Und klar während die noch versuchen, das irgendwie noch schaffen auf der Relegation, wo es halt sehr unwahrscheinlich ist, aber es wird wahrscheinlich für Augsburg nicht reicher und darum so wie das 2-0 ausgeht. 2:0 für Augsburg. Ich denke auch, dass Augsburg gewinnen wird. Ich sag einfach auch, weil sie meiner Meinung nach recht motiviert jetzt sein müssten nach dem relativ deutlichen Sieg für Augsburger Verhältnisse, dass sie 3:1 gewinnen werden gegen Paderborn. Genau. Ja, dann das nächste Spiel bei mir, Düsseldorf gegen Schalke. Das wird, denke ich mal, ein richtig langweiliges Spiel. Ich verstehe nicht, warum das Schalke immer so, also am Anfang der Saison war es gut, dann und dann wieder so schlecht. Also ich möchte jetzt kein Schalke-Fan sein. Also ich weiß auch nicht, kann einmal jemand drunter schreiben, wie das so ist. Also ich verstehe es selber nicht, wie man 3-0 gegen Augsburg verliert. Weil ich habe jetzt Schalke schon im Kopf, dass die nicht schlecht haben. So, keine Ahnung. Ja. Deswegen sagen wir, dass Düsseldorf bringt auch nichts zustande. Ich denke mal, dass es einfach ganz trocken 0-0 ausgeht. Ich glaube sogar, dass es so weit geht, dass Düsseldorf das mit 1-0 gewinnt und der Schalke wirklich gar nichts auf die Reihe kriegt. Also, das ist zurzeit schon gefühlt Arbeitsverweigerung, wo es da bei Schalke ist. Also, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Von Schalke gegen Augsburg, aber das Ergebnis spricht auch für sich. Also, na gut, Augsburg hat schon seine guten Leute, die das auch bewerkstelligen können, so ein Ergebnis. Und Ja gut, größte Düsseldorf, Form aufreißen. okay, Düsseldorf hat jetzt auch gegen Köln jetzt nicht unbedingt nichts gemacht. Auch wenn sie es jetzt zum Schluss ziemlich verschenkt haben. Ich denke aber, dass Schalke sich versucht,
am Riemen zu reißen und deswegen mit einem 1 zu 2 gewinnt. Okay. Dann haben wir schon bei den letzten zwei Spiele und das nächste war bei mir Hoffenheim gegen Köln. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr enttäuscht von Hoffenheim. Das hat mir in unserem Tippspiel den dritten Platz gekostet. Sie kann echt ausrasten. Deswegen wünsche ich Hoffenheim, no front, aber ich wünsche Hoffenheim, das verlieren. Und deswegen sage ich 0-2 für Köln. Hoffenheim ist halt scheiße, ne? Das ist so geil im ersten Teaser, ja schon. Hoffenheim ist ja, kann man nicht. Ja, ich denke mal ja, dass Hoffenheim und Köln ihre Tabellenplätze tauschen und Köln vorbeizieht an Hoffenheim und das mit einem klaren. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt 0 zu 2. Zum letzten Saison. Hoffenheim ist zurzeit halt wirklich nicht gut drauf. Vielleicht kommen die sogar noch mal irgendwie dazu, dass sie irgendwie bangen müssen, weil um den Klassenerhalt oder um die Relegation würde ich ihnen tatsächlich in der Form zutrauen, auch wenn es jetzt ziemlich unwahrscheinlich ausschaut. Ich meine, Moment, ich kann noch mal kurz nachschauen, wie viele Punkte Hoffenheim Das hat sind jetzt 10 gerade. Punkte Unterschied. Ja, 10 Punkte. Ich glaube schon, dass sie das schaffen können. Na, sogar 12. Es sind theoretisch ja nur 4 Spiele. Und 7 haben sie ja noch. Theoretisch wäre es möglich. Theoretisch wäre es möglich und das würde ich ihnen auch eigentlich zutrauen, aber dass Düsseldorf da halt jetzt noch 5 Spiele oder so holt, das traue ich nicht zu. Aber Hoffenheim wird, meine ich, seine schlechte Leistung beibehalten. Deswegen würde ich auch Vor allem sagen, dass es ein 1 zu 3 geben wird. vor Wie? Ich allem hab's halt gar Düsseldorf nicht. spielt noch gegen Gega? Bayern. Ja, wie gesagt, den traue ich nicht zu, dass sie jetzt noch 5 Spiele gewinnen. Nach der Saison. Ja. Aber Clemens, ich hab deinen Tipp nicht verstanden. Also, akustisch. Ich hatte auf 1 zu 3 für Köln getippt. Okay. Ja, und dann das letzte Spiel Union Berlin gegen Mainz. Union Berlin hat die letzten zwei Spiele nicht überzeugt. Ich denke mal wirklich, dass das bei Union, ich denke einfach, bei Union ist der Faktor Fans einfach Gold wert. Und ja, Mainz, uff, also Mainz hat auch richtig auf den Sack gekriegt im letzten Spiel gegen Leipzig. Es ist schwer zum Tippen, weil Union, ich kann wirklich nichts zu Union sagen, weil ich glaube wirklich, dass ohne Fans, dass Union da nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass Mainz die 3 Punkte holt. Es ist echt Schott, aber ja, lieber Fußball als gar kein Fußball. Und deswegen sage ich, dass Mainz 0 zu 2 gewinnt. Ich denke auch, dass Mainz zu schaukeln wird, aber ich glaube, es wird 1 zu 3 ausgehen. Okay, dann denke ich denke schon, dass Union zumindest daheim, auch wenn es jetzt keine Atmosphäre ist, stabil ist und ich tippe auf ein 1 zu 1. Weil Giga Bayern haben es eigentlich recht gut verteidigt. Also Giga Mainz sollten sie da schon noch weniger Probleme haben als gegen Bayern. Ja. Aber ich meine, dass sie eins bekommen und auch eins schießen. Ja, das ergibt dann ein 1 zu 1. Genau.
Ja, das war's mit unserem Teaser. Wir sehen uns nächstes Mal höchstwahrscheinlich am Mittwoch ungefähr oder Donnerstag. Dann gibt's den Teaser zu Bayern gegen Düsseldorf. Ist auch wieder das Samstagabendspiel. Ja, wir drücken die Daumen, dass Bayern gewinnt. Übermorgen geht. Genau. Übermorgen gegen Dortmund müssen sie sich ranhalten. Ja, und ich hoffe, Jawohl. dass Tippspiel auch sein. Wie bitte? Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich im Tippspiel absahne. Dass Bayern 3 zu 5 gewinnt. Das wäre mal was. Also, genau. Zu unserem Community-Tippspiel kommt ihr übrigens über den Link in der Beschreibung. Und wenn nicht, wenn ich den jetzt vergessen habe, dann könnt ihr auch einfach auf eins auf unser vorletztes Video klicken. Da ist genau alles erklärt, wie man reinkommt, was getippt wird und die Punkte und so weiter. Schaut euch da gerne mal das Video dazu an und entscheidet dann selber. Uns würde es freuen. Ja. Genau. Ja, dann sehen wir uns in der folgenden Woche am Mittwoch zur Mit der Spielbewertung Bewertung. Bayern Dortmund und zum Teaser. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.